sind wir wieder bei Let's Play Dead Space. Beim letzten Mal sind wir gestorben, weil wir auf diesen komischen Dingens Schwerkraft Dingens getreten sind, weil ich zu schnell um die Ecke bin. Ja, und haben uns eine Laserkanone gekauft und haben dann hier aufgehört, nachdem ich hier noch eine Muni für die Laserkanone gefunden habe. Was haben wir hier stehen? The Prince behind the mask. Okay. Blablablab! Ach du heilige verfickte Schweinescheiße. Draußen, da liegt was, Energieknoten. Das ist ein Energieknoten, den will ich haben. Komm, was wollt ihr denn? Ich will den haben. Alter! Geh weg. Ich sehe doch den verdammten Energieknoten da. Okay, es ist Plasma-Energie, das ist kein Energieknoten. Egal. Plasma-Energie ist auch fein. Ja, ja, es da kommt noch die Tür zu. Ende des Vakuums. So. Noch mehr Money. Oh, das ist Credit. Und das ist eine Bench, die mir null bringt. Weil ich nichts habe zu benchen. Oder gibt es hier einen Energieknoten irgendwo? Okay, das zeigt, kann ich nicht abschlagen und nichts. Da gibt's nichts. Also die Bench. Ein Tritt Vakuum. Des Vakuums. Ja, schön. Nehmen wir auf. Gut. Weg! Oh, Arschloch. Oh, 3000 Credits? Nicht. Okay, ich muss da rüber, das heißt, ich geht. Oh man, haben die sonst nichts gedroppt? Das heißt, ich schaue es jetzt mal hier rein. Was haben wir denn hier so? Money. Nur für eine Money? Was passiert eigentlich, wenn ich so einen Typen da rein tue? Oh! Wieder rein! Ja! Schauen wir mal, dann hoffe ich mal, dass sich das auszahlt. Meine Energie für die Laserkanone. Credits. Kleines Medipack. Noch mehr Credits. Großes Medipack. Mittleres Medipack, ein halbwerter Gold. Das hat sich schon ausgezahlt. Noch mehr Energie, noch mehr Kanonen. Laserkanonen-Muni. Schön. Schön. Schauen wir mal kurz rein, wie viel habe ich jetzt? Und großes Medipack war auch hier. Das kann ich verhüllen wieder. Habe ich volle Energie? Ja, habe ich volle Energie. Okay.
Was passiert eigentlich, wenn ein Necromorph auf so ein Dingens drauf tritt? Okay, was bringt mir jetzt hier oben zu sein? Was bringt dieses Ding her? Nix. Wo? Wo? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ja, komm! Wo ist der? Ja, chill! Wo? Chill! Ernsthaft? Was? Hat hier so rumgeschrien? Oh, da drüben liegt was. Ein kleines Medipack. Nehmen wir mit. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Kontrollsysteme über Verteilerkästen umgeleitet. Ich habe ein Signal. Fast da. Oh, was happened? What happened? Gag! Das Gag ist da oben rum. Wo muss ich jetzt hin? Hat er da irgendeine Leiche? Give it a talk. Mann, hab ich Schiss. Ein Tritt Vakuum. Vor allem hier. Des Vakuums. Okay. Speichern. Ja. Annehmen. Job wäre mal wieder gut. Damit ich mal meinen Kram, den ich brauche, verkaufen, wegkriegen kann. Eben zweimal. Damit ich wieder zum Shop gehen kann. Tja, mal ob Ebene 2 richtig ist. Ich weiß, dass das letzte Mal passiert ist, dass ich mit einem Aufzug wieder hier raufgefahren bin. Okay, ich muss noch weiter rauf, und zuerst bin ich hier raus. Was soll die Mucke? Alles chillig. Passt irgendwie nicht, dass ich keine Energieknoten habe. Ich will einen Energieknoten haben. Neues Objekt. Okay, dich kann ich verkaufen. Ja, und den Halbleiter Gold kann ich auch verkaufen. Und dich lege ich in den Safe.
Keine, zwei kleine, die kann ich verhökern. Dann, was haben wir noch alles so? So. Okay, da haben wir genug mit. Und ich kaufe mir einen und zwei Energieknoten. Was haben wir noch? Wie schaut es in meinem Inventar aus? Ja, 5 Plätze, das sollte genügen. 5 Freiplätze, dann kommen wir jetzt nochmal zur Bench. Zur Bench! Ich will noch mein Plasma-Gewehr aufrüsten. Bench! Mein Plasma-Gewehr, Plasma-Cutter. Nein, nicht Schaden. Schaden kann ich noch. Ich doch hier hinten könnte ich Schaden aufrüsten. Ich will aber nicht Schaden, ich will hier jetzt meinen Knoten reinhauen. Kann ich mir das nächste Mal 2 wieder einsetzen kann, kann ich hier dann die Kapazität auf Maximum schützen. Da bin ich schon mal sehr zufrieden. Okay, ich hätte Schaden, da hätte ich doch räumen können. Die hätte ich auch räumen können. Gut. Wenn ich die beiden Kapazitätsdinger habe, dann bin ich damit zufrieden. Ja, vielleicht mal einen hier wieder, um die Luft ein bisschen zu erhöhen. Mal einsetzen. Wie sollen wir hier? Hier brauche ich 1 zu 3, um die Kapazität um 1 zu erhöhen. Dann wieder 3. Nachladen. Mehr Schaden. Okay. Schaden, oh, der macht nur 14, der macht 100, leck mich am Arsch. Aber mein Löscher kann noch aber fast keine Money. So, dann da rein. Eine 3. Energieknoten. Weil ich keinen Dance gemacht habe, nachdem ich mir 2 gekauft habe. Energieknoten. Machen Sie uns wieder ganz. Ich mach dich gleich mal ganz, du Trottel. Ich bin wieder ganz, was haben wir hier? Thema für Energiekanone. Und das. Und alle Leute. Hier Tempo. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elizabeth. Elizabeth. Ja, ich will jetzt wissen, was das ist. Was war das? Energiekanone. Und nochmal runter. Ebene 2. Wie viele Credits habe ich überhaupt? 6300. Ein Schema für eine Energiekanone. Okay. Okay. Dup, dup, dup. Hatte schon lange keinen Desktop mehr. Letzte war das mit der mit den Toten da. Nein, ich kann auch nicht. Was ist die überhaupt? Chinese Booster. Das ist nicht so ein Chinese Zeugs. Kostet was? 11.000. Denk mich doch mal. Das ist ein Chinese Booster. Okay. Wenn ich mal zu viel Geld habe, nehme ich die mal. Nehme ich die vielleicht mit. Werde die mal ausprobieren. Oh, Ebene 3 fahren wieder. Und ich schau mal.
Das ist doch für die Laserkanone, Energielaserkanone, wenn schon für die Laserkanone. Drei? Ach, das hat's nur, ne? Nicht gut. So, als nächstes werde ich Kapazität aufrüsten. Bei meiner, die zwei Kapazität, die restlichen, will ich von meinen... Ach, chill! Oh! Nein! Geht weg, mein Beutel! Oh, Mann! Gib mir meine Money und meine 3000 Credits. Und meine Plasma-Energie-Money. Hier komme ich eh nirgends rein. Asteroiden-Abwehrsystem ist online. Ja. Gut, genug Energie. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Liegt sich an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zielen. Was? Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal gehen wir anscheinend mit der Kanone rumballern und Asteroiden niederballern. Die haben mir noch mehr Energie für meine Laserkanone und noch mehr Credits. Sehr schön. Wie viel kann ich da stapeln? Nur 4. Also, ich kann im... Okay, 4 kann ich da nur stapeln. Ja, das wird so eine Ü-Waffe sein. Ich bin Imba. Weil die ist ja stark, die Waffe. Gut, dann speichern wir hier. Und dann war's das für heute. Let's play Touch Rage. Bis zum nächsten Mal, Leute.